ich hab nichts zu tun. Hey Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Will, Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Kiste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest krieg ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich hab den Schlüssel. Ihr wisst es, es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Ja, was gibt's? Eigentlich gar nichts. Wir können mal kurz die Charts durchgehen. Bup, 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 bup. Was? Ja, wir hatten zwar kurz im Hellwaiter Discord-Chat uns überlegt, eine Gag-Gilde zu machen, aber ihr wisst ja, ich spiele ja, pass mal auf hier, ja, auch schon S1. Na, da wollte ich nicht drauf gucken. Ich spiele ja auch schon S1 hier und jetzt spiele ja auch. Das ist übrigens typisch für mich, gell? Ich gehe aufs Glücksrad. Genau, und ich spiele auch W1. Ja? Und es ist halt sehr naheliegend, dass ich auch EU1 spiele. Allerdings weiß ich nicht, warum ich so einen hässlichen Charakter gemacht habe. Vielleicht ändere ich das nochmal. Ja, dann muss ich es aber löschen. Genau, hier 3 Tage, 18 Stunden, 28 Minuten, 58 Sekunden. Dann geht's los und ich bin unglaublich mit viel Pilzen bewaffnet. Ich zeige es euch mal kurz. Na, wo ist denn das? Wo ist denn das? Pilzstand. Bup. Hier, 40. Ein Gold, 40 Pilze. Yay! Ich bin reich, ich bin reich. Reich und glücklich. Ja, genau, also das ist ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Aber weswegen ich mich melde, und zwar seht ihr es dann auch unten in der Videobox. Und zwar haben wir eine Gilde gefunden, mit der wir es jetzt probieren. Und wenn ich sage wir, wer ist denn wir? Ja, Graf Zahl, noch ein Freund und ich. Genau, also das heißt, wir sind schon zu dritt. 3 gute Spieler. Aber der Graf hat gesagt, er spielt moderat. Es langt nicht mal zu meinem Festungspartner. Ich finde es aber gut, weil ihr wisst ja, ich spiele auf S1 und W1. Eigentlich auch nicht gut. So. Nee, hier ist S41 hier. Da sind die 2, ja. Da spiele ich eigentlich auch nicht gut. Also, aber das stimmt ja gar nicht, sondern eigentlich spiele ich ausreichend. Ausreichend gut, so muss man sagen. Ausreichend klingt schlechter. Klingt nach einer nicht so tollen Schulnote. So ist es aber gar nicht gemeint. Ja? Weil ich bin hier schön in der Dungeon-Pause, ja, bei beiden Chars. Der ist, irgendwie ist der besser als der hier. Ich weiß auch gar nicht, die waren da relativ nah. Aber ich glaube, ich habe mich hier schwer getan, Dungeons zu klopfen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall ist mein Kampfmagier ein bisschen, ja, stärker. Warum wähle ich denn? Also man kann hier gar nichts machen, das ist auch ein bisschen doof. Ich könnte jetzt auch nicht das Gold verschwenden, um mir ein anderes Bild zu machen. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich es machen sollte. Ein Gold ist schon viel. Ja, ich hätte gern das Anfangspaket öfter. Ja, also die 1000 Gold, die man da bekommt, die könnte ich schon häufiger brauchen für den Anfang. Ehrlich gesagt. Playa, playa. Genau, aber das ist halt so nicht. Aber wurscht, kriegen wir trotzdem hin. Das heißt, wir brauchen Leute für unsere Gilde noch. Also das ist nicht unsere Gilde, ja. Und das ist auch keine deutschsprachige Gilde, sondern es ist eine englischsprachige Gilde. Wir haben gesagt, wir machen mal was anders. Ja, abgesehen davon, ihr wisst ja, ich bin jetzt kein
Spieler, der jeden Server startet, nicht wirklich. Ich weiß, viele würden es gerne haben, aber das kann sich kein Mensch leisten. Also das ist... lass mal stecken. Nee, das ist dann echt rausgeschmissenes Geld. Nee, aber EU1, ja, den werde ich spielen. Und egal wie ich spiele, ich werde am Ende sowieso oben mit dabei sein. Ja? Nicht ganz oben. Das hat mir meine Klasse schon versaut. Pass mal auf, ich kann ja nochmal hier nochmal resetten. Weil dann sieht man ja, was ich hier spiele. Ich spiele nämlich Berserker. Und ich habe meine Körperintelligenz mal wieder gefragt. Und das müsst ihr, ich bin auch heute gefragt worden, wie das geht. Ja? Ihr müsst es im Prinzip im Stehen machen. Und einfach so einen guten, schönen Stand haben, wo ihr nach vorne oder nach hinten kippen könntet. Und dann stellt ihr eure Frage. Und wenn ihr nach vorne kippt, ist es ein Ja und nach hinten ist es ein Nein. Ihr könnt da Testfragen machen und ein bisschen üben. Ich mache das seit 2016. Also Ende 2016, ja Mitte, Ende 2016, hat mir das ein befreundetes Pärchen nahegebracht. Und seitdem übe ich das und ich kann eigentlich mittlerweile fast alles damit beantworten. Ich nehme es aber auch nicht zu ernst. Ja? Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich deswegen nicht von meiner Frau scheiden lassen, die ich gar nicht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Aber gerade was Ernährung angeht, was die Bedürfnisse des Körpers angeht, kann man gut fragen. Oder eben auch bei sowas. Ja? Das ist ja eigentlich nicht wichtig, für was man das jetzt hier verwendet. Also das heißt, ich habe hier jetzt einen Berserker gewählt, kam die Antwort. Ich hatte mir überlegt, entweder Kampfmagier, liebe ich die Klasse, ist mega, hinten raus, der absolute Burner. Ja. Ich spiele eigentlich auch lang genug auf EU1, dass das relevant werden würde, aber ist mir egal, ich will lieber Spaß haben. Mit dem Berserker hat man einfach mehr Spaß, ja. Ich liebe die Klasse, abgesehen davon. Die ist halt hinten raus nicht mehr so toll, aber ist mir egal. Oder Magier. Magier wäre echt teuer geworden, ne? Weil bei Magier brauchst du eigentlich immer frische Epics. Ansonsten kommst du gar nirgendwo hin. Ja? Magier ist halt witzig für die Gilde, ja? Weil wenn der da was wegbrezelt, also ein richtig starker Magier, ist halt mega, ja? Brutal. Aber es ist der Berserker geworden, freut mich auch ein bisschen. Erstens mal spare ich mir Geld und zweitens ist der Heliwaiter interessant und ich liebe einfach den Heliwaiter. Ich finde, das ist mittlerweile das Beste bei Shakes and Fidget. Macht nichts mehr Spaß als Heliwaiter und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann der Berserker geworden ist. Und ja, hinten raus, wie gesagt, was dann in 3-4 Jahren ist, ist mir Schnuppe, ja. Ziel ist, dass ich alles auf 600 bekomme. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Passt mal auf, ich schaue mal, ob ich das hochstarten kann. Wo habe ich das denn gepostet? Unter anderem habe ich es hier gepostet. Genau. Originalanzeigen. Nee, das ist der falsche. So, Fear of God bewirbt sich so. Und bei ihm geht es eigentlich nur um die Goldrahmen. Ja? Ich habe nämlich meine Bewerbung gezeigt und das hat ihn wohl inspiriert, mir seine zu zeigen. Genau, meine schaut nämlich so aus. Ah, ich kann reinplussen, aber man sieht nicht alles. Ja, ein bisschen angeschnitten ist es halt hier auf der Seite. Da ist mein 561er, der S15-Char ist da, S15.de. Ja. Dann der Chile-Char, 531. Dann hier meine 3 No-Dungeon-Chars, ja. 3 sind ja in Top-Gilden sozusagen. Und das hat auch jemanden geehrt. Der hat gesagt, ich brauche hier auch Gold dahinter. Aber das geht auf S15 nicht immer so, wie ich das gern hätte. S7, ja, unsere Heliwaiter-Gilde. Wenn der ein Bildchen hat, dann haben wir es geschafft. Darum geht es ja eigentlich nur bei dem Server. 50 Berserker, die abrocken. Dann S41... Das ist eben, ja, das war mein letzter richtiger Start auf S41. Habe ich aber liegen gelassen und habe ich jetzt wieder aufgenommen. Hätte ich nie aufhören sollen, ist aber auch wurscht. Ja. Ist egal. Ist auch ein Berserker, was so, ja, abgesehen davon kann ich den auch. Und da ist eigentlich die Idee dann aufgekommen, weil eigentlich wollte ich ursprünglich mal
sagen, gut, S41 gibt es bestimmt viele Berserker. Schauen wir mal, wer da noch aktiv ist und gründen wir eine Gilde mit Berserkern. Manche können neu anfangen, ich nehme halt den alten hier und versuchen halt recht weit zu kommen über Helivator, vielleicht ein Bild abzugreifen und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir müssen komplett ab 1 starten, Aufholjagd auf dem alten Server. Und S7 ist ein recht guter Server. Ist auch kein Zufall, dass Turor sich diesen Server ausgesucht hat, um da seine Aufholjagd zu machen. Und wir sind ja eben auch dabei mit unseren 50 Berserkern. Also das ist so ein bisschen, das trübt es so ein klein wenig. Ansonsten habe ich gar nicht so viel Berserker. Ich habe halt hier 2 Kundis, hier 2 Krieger, dann eben einen Magier nur, aber immerhin, also der RTL2 Magier ist richtig stark, also ist ein guter Magier. Und ich werde auch die Chars nicht liegen lassen, also vermutlich werde ich die auch deutlich höher spielen, bis ich mal die Dungeons da mache, weil es macht einfach immer später immer mehr Sinn. Abgesehen davon, dass mein Sammelalbum da natürlich ein bisschen drunter leidet, aber so ist es halt da. Ja. Dann haben wir noch S1 und W1. Ja. Und da habe ich dann wirklich was anderes gewählt. Das heißt, ich habe hier meinen Kampfmagier. Das heißt, den werde ich dann im Endeffekt pflegen. Der kleine Nachteil, Borisch hat ja auch seinen Kampfmagier, ja, als Aufholjäger. Und der ist auch der höchste Kampfmagier auf S1. Aber kann ich auch nichts dran ändern. Und auf W1 habe ich eben hier mit dem Druiden gestartet. Die Klasse finde ich auch nicht so schlecht. Haben sie jetzt nochmal ein bisschen geboostet. Jeder denkt immer, ja, wegen Gitarre und so, hier. Wegen dem Ding hier. Ich muss jetzt nicht durch die Gegend schieben. Müsste ich eigentlich Druide spielen, aber ich finde die Klasse nicht so geil. Aber wahrscheinlich verkenne ich sie auch. Ja, ich habe da keine große Lust drauf. Vielleicht auch, weil der Druide kam wirklich zur schlechtesten Shakes and Fidget Zeit überhaupt. Da war das neue Backend gerade wirklich überall am Server vernichten und also das war echt schrecklich. Vielleicht verbinde ich das ein bisschen zu sehr damit, aber den haben sie mir wirklich madig gemacht. Diese Zeit war gruselig. Ja. Ist sie immer noch? Also das neue Backend ist immer noch nicht toll. Aber es ist einigermaßen spielbar, wenn man nicht so häufig die Nachricht bekommen würde. Cannot do this right now. Schrecklich. Aber egal. Wir suchen eben hier bei unserer Gilde. Pass mal auf. Krieg ich das hin? Ich muss mal kurz überlegen. Und zwar heißen die Essentials. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da mittlerweile drin haben, Leute. Genau, schreiben auch schon viele. Also, da musste man auch reinschreiben. Also, meine Bewerbung kann ich euch mal zeigen. Und zwar, die Bewerbung habe ich erstmal als ganz normale Anfrage bei Suche Gilde in dem bekannten Discord, irgendwie so in der Taverne, reingepostet. Wo ist es denn? Bin ich ganz nach unten gerutscht. Looking for Guild, genau. Da habe ich was reingeschrieben. Eigentlich müsste ich ja relativ weit oben sein. Ah, da, genau. Suche auf EU1 eine 300-plus-Alu-Gilde mit vernünftigen Regeln. Sammelalbum top. Ausbauten 4-6 zum Start. Tränkepflicht und so weiter. Werde nicht Hardcore spielen. Ja. Oh. Aber langfristig Discord erwünscht, genau. Und die Entscheidung, ob ich spiele, ist noch nicht 100% gefallen. Ohne Gilde allerdings nicht. Ja. Und das Gleiche habe ich dann auch auf Englisch geschrieben. Looking for 300-plus Thirst Guild on EU1 with... Ich lese es jetzt vor. Abgesehen davon, das ist ein bisschen nervig. Ich spreche schon ganz gut Englisch, aber viel zu langsam, ja. Also wenn ich das vorlesen muss, so flüssig wie ich auf Deutsch vorlesen kann, dann wird es eine Katastrophe. Genau, jedenfalls Scrapbook Top und diese ganzen Sachen habe ich einfach übersetzt und reingepostet. Und dann haben sich sofort gleich ein paar Gilden gemeldet und wir haben halt einfach die erste genommen, die uns gefallen hat, haben es nochmal checken lassen von einem Kumpel, der sich ein bisschen auskennt mit neuen Servern und gesagt, ja, die Leute sind gut. Und dann starten wir mal mit der Gilde. Ja. Gilden lösen sich leider sehr oft auch schnell auf neuen Servern. Ich habe da schon ein bisschen Geduld dabei, aber
wäre mir schon wichtig, dass es eine vernünftige Gilde ist. Ihr könnt euch also da noch bewerben. Ich werde den Discord-Link unten eben in die Videobox packen und deswegen habe ich eigentlich auch das Video gemacht. Gell? Guckt da mal, ob ihr da Bock drauf habt. Ich werde das Ganze jetzt nicht in Englisch machen, aber vielleicht streame ich auch. Das kann sein. Ich muss gucken, wie meine andere Arbeit so vorangeht, weil das Problem ist, normalerweise bin ich so nachmittags bis abends eigentlich mit meiner normalen Arbeit beschäftigt. Und das wäre so ideale Zeit zum Streamen. Mal gucken, also 2020 habe ich es irgendwie hinbekommen, alles doppelt zu machen. Also das war wahnsinnig, was ich da wirklich an Energie und Zeit hatte für diesen Quatsch. Das werde ich jetzt diesmal wahrscheinlich so nicht machen. Aber kann sein, dass ich den Serverstart mache, wobei der auf Twitch ja auch mittlerweile belegt ist, weil Mo und diese Leute eben dann da ihre Streams machen und wer schaut dann schon meinen Käse an. Auf YouTube werde ich es aber auf jeden Fall veröffentlichen. Ja? Also kann es sein, dass ich einfach ganz normal streame oder auch nicht. Aber auf YouTube werdet ihr den Start dann schon sehen. Ja? Ich habe auch überlegt, ob ich das irgendwie im Geheimen mache, mich anders nenne, blablabla. Habe ich schon mal gemacht, werde ich euch demnächst mal erzählen. Und ja, aber das habe ich mich jetzt dagegen entschieden und werde einfach jetzt ganz normal EU1 starten mit Dreamscape und schön mit hier Bersi Alarm. Genau, also kommt ran, wenn ihr Bock habt. Allerdings ist das wirklich eine, also ich suche Leute, die durchziehen. Und die Gilde sieht es wohl auch so. Und es geht auch so ein bisschen um die Regeln. Also man braucht schon top Sammelalbum, Tränke und es gibt schon ein paar Regeln, die sind mir auch wichtig. Also ich möchte nicht in eine Gilde gehen, die zu lasch da ist, weil damit erreicht man nichts. Da schadet man seinem eigenen Chartern. Und ja, ich werde auch gucken, dass ich einen vernünftigen Festungspartner ranbekomme. Der liebe Flo Davalon sucht da für mich. Und ja, hoffentlich findet er jemanden. Also die werden ja wahrscheinlich wieder mit ihrer Mega-Gilde da unterwegs sein. Und gegen die ist eh schwer anzustinken. Also die sind ja eigentlich immer, wenn die starten, mittlerweile Rang 1-Gilde, weil sie halt die besten Leute an Bord haben. Ja. Und wenn man mal Rang 1 ist, dann hält man es auch gut, weil alle zur Rang 1-Gilde wollen. Das ist so das Geheimnis von Jaxxed Fidget. Ich würde alle mal bitten, aber ich weiß, auf mich hört ja sowieso nicht, dass alle sich bei der Rang 2-Gilde bewerben. Versteht ihr? Einfach nicht in die Rang 1-Gilde gehen. Dann gibt's mal einen Wechsel. Es wäre mal kreativ, würde ich sagen. Ja? Ich fände es eine gute Idee, aber ja, wie gesagt, auf mich hört er eh nicht. Sonst hättet ihr damals einen Streik gemacht und ihr hättet das neue Backend nie sehen müssen. Muss man auch mal sagen, ja. Genau, also guckt einfach mal rein. EU1, Essentials heißen die Jungs. Ich poste es gleich nochmal irgendwie unten dann in der Videobox und da könnt ihr mit dazustoßen, wenn ihr angenommen werdet. Ja? Ich muss mal kurz gucken, wo sehe ich denn das jetzt schon wieder so? Wie viele Leute das sind? Ich weiß es nicht. Ich sehe das immer bei den Einladelinks, aber ich weiß nicht, ob sich das aktualisiert. Aber die haben schon einige Leute drinnen, die alle noch grau sind. Ja? Die Orangenen sind ja dann feste Member. Also insofern, und die werden, glaube ich, angezeigt. Ich gucke noch mal rein, ich habe doch vorhin jemanden den Link geschickt. Es waren immer so 30 Member, glaube ich. Ja, gut, das aktualisiert sich aber nicht. 11 online, 30 Mitglieder, das ist immer noch das Gleiche. Also das glaube ich nicht, dass es immer noch das Gleiche ist. Genau, also wir können noch ein paar Leute brauchen. Ich habe auch dem Leader gesagt, dass ich einfach mal ein Video mache. Mal gucken, ob ein paar Leute rankommen. Wie gesagt, das ist eine englischsprachige Gilde, ja. Ich meine, was ihr privat macht, ist ja euch überlassen. Aber ich finde es auch eine gute Sache, dass man mal wieder ein bisschen Englisch übt. Ja. Englisch streamen werde ich jetzt nicht. Ich habe es schon überlegt. Ich weiß nicht. Aber für meine Guildies wäre es halt gut, ja, wenn ich ein bisschen Englisch sprechen würde. Ja. Ja, wie gesagt, also ich verstehe es gut. Ich spreche halt langsam. Ja. Ich habe halt gerne diesen Redefluss, bliblablub. Ja. Ich bin ja relativ schnell mit der Schnauze unterwegs im Deutschen. Und das kann ich im Englischen halt gar nicht. Da bin ich viel langsamer. Ja. Also mal gucken. Meine Aussprache ist ganz ordentlich, wenn ich mich bemühe. Es gab auch mal ein paar Gitarrenvideos, die ich gemacht habe, die das Gegenteil beweisen.
Wobei mein Englisch schon besser ist als damals. Ja. Ich habe seitdem eine Menge Serien in Englisch auch geguckt. Aber ich spreche so selten. Das ist das Problem. Ja. Und das merke ich dann immer. Man muss einfach nur mal eine Serie laufen lassen und dann einen Satz, den man komplett versteht, im gleichen Tempo wiederholen. Da stehst du da und sagst dir, warum sprechen die so schnell? Wie kriegen die das hin? Also so geht es mir. Das ist ein bisschen das Thema. Ja. Aber andererseits, ihr wisst ja, ich ziehe auch meine Videos gerne in die Länge, vielleicht klappt es dann auch. Genau, guckt da mal ran. Also ich entschuldige mich hiermit nochmal bei allen Helluators, die gedacht haben, wir machen hier einen kompletten Boykott von EU1. Ich kann es nicht lassen. Ja. Also ich muss da reingucken. Ja. Wie gesagt, wie krass ich spiele, werde ich gucken. Weil Festung ist unabhängig, also ich möchte schon auf 15 skippen, ich finde es auch nicht sehr teuer, ehrlich gesagt, im Nachhinein, aber darüber hinaus, also diese 20er oder diese verrückten Sachen, dass die Leute sofort Mine 100 haben, ja, nach 30 Tagen, also das Gute ist, es gibt erstmal kein Legi Dungeon bei EU1, das ist das Beste daran, ja, also... Die haben eh viel zu viel Legi Dungeons. Ich finde, Legi Dungeon sollte was Besonderes sein. Einmal im Jahr aus die Maus. Ja? Aber das kann man der Firma nicht verkaufen, weil sie einfach da viel zu viel Geld verdienen am Legi Dungeon. Aber ja, ich finde es einfach zu krass. Ja? Das hat das Spiel im Prinzip kaputt gemacht. Weil ich habe das immer geliebt. Also es war früher natürlich viel einfacher. Das heißt, die Inhalte waren auch dann zu dünn, muss man ganz klar sagen. Letztendlich habe ich deswegen auch aufgehört. Also einerseits, weil es gierige neue Tools gab und andererseits, weil einfach kein Content da war. Also Jan der Hämmerer und dann war es das erstmal. Das war einfach nicht gut genug. Jetzt haben wir natürlich ein ganz anderes Spiel, das ist echt super gemacht. Muss ich schon sagen, ein paar Tools sind echt... total übertrieben. Aber was ich eben geliebt habe, dass man voll krass am Anfang spielen konnte und davon hat man auch profitiert. Auch längerfristig. Aber irgendwann hat sich alles wieder so zusammengezogen. Und irgendwann heißt nicht in 10 Jahren, ja, sondern irgendwann bedeutet es schon, nach einem Jahr war alles so ein bisschen pari. Ja. Weil damals ging es ja eigentlich nur über die Skills. Ja. Und heute... kannst du halt mit dieser Mine und mit dieser Grube es total übertreiben. Wobei ich das bei der Grube auch ein bisschen feiere, man bekommt ja gar nicht genug Seelen bei der Grube. Das ist das Gute, also bei der Unterwelt. Ja. Das ist ziemlich gut, weil das meiste in der Unterwelt verdient man ja durch die Unterweltangriffe. Und da die Spieler gar nicht hoch genug sind, bekommst du auch nicht viele Seelen. Ja? Also du kannst jetzt nicht die Grube durchskippen auf 100. Ja? Rein theoretisch könnte man das vielleicht auch mit dem Legi Dungeon, aber man kriegt viel weniger Seelen, als es dann Material ist für die Festung. Also die Ressourcen für die Festung, die kriegt man wirklich viel. Also wenn man im Prinzip unendlich durchgehend Legi Dungeons wegzimmert. Und das finde ich aber nicht gut. Ja, ich finde es eigentlich so gut, wie es in der Unterwelt ist, so dass es einfach so eine natürliche Grenze gibt und man da aber nicht drüber rausgehen kann. Ja? Ich meine, der Legi Dungeon bringt ja sowieso etwas. Ja? Man kriegt eine Menge Gold und kriegt auch andere Sachen. Das ist auch alles in Ordnung. Aber hey, in 30 Tagen eine Mine auf 100 zu bauen, finde ich einfach... Ja, es ist wie ein Spielfehler für mich, ehrlich gesagt. Ja? Dass das geht, dass das möglich ist. Aber gut... So haben sie es auch ein bisschen geplant. Ja. Im Endeffekt finde ich es gar nicht so einen riesen Vorteil, zumindest solange man schon auch seine Mine auf 25 hat. Ja. Gibt natürlich ganz häufig die Situation, dass irgendjemand die Mine auf 100 dann hat und die meisten haben sie auf 10, ja, weil sie noch ganz andere Sachen ausbauen und eben nicht skippen, was auch wirklich brutal viel ist. Ja. Also... Im Prinzip, mittlerweile ist man eher Festungsspieler als Dungeon-Spieler und das hat das Spiel auch extrem verändert. Kann man so und so sehen, ja. Aber es ist in Ordnung, also es können auch die viel reinpayen, können auch ihre Vorteile haben. Es ist für mich auch kein Thema, nur halt nicht in diesen Dimensionen, wie es jetzt möglich ist. Ja. Ich weiß noch, als ich wiederkam, da war es mal so, oh, der Paul Terra hat jetzt seine Mine auf seinem Bersi-Server auf 70. Ja? Und das eben nicht mit seinen eigenen Pilzen, sondern mit den Pilzen von Playa, weil er da einen geilen Deal hatte.
wo er täglich eben relativ viel Pilze bekommen hat, das war halt ätzend. Ja? Aber dass man die in 30 Tagen auf 100 bringt, brrr, ja, egal. Also guckt einfach mal, ob ihr Bock habt, auf EU1 mitzuspielen. Allerdings echt, ich spreche hier nur Pilze an. Ja? Also ich weiß schon, ich habe immer so, also früher war es noch krasser. Ja? Da hatte ich so einen Rattenschwanz von Spielern, die Geld für 2 Tage Shakes and Fidget hatten im Prinzip. Das funktioniert natürlich nicht. Ja? Also das muss dann schon ein bisschen was Ordentliches sein. Ja? Also dass wir die Bude voll bekommen mit 50 Leuten, die wirklich sich das leisten können, auch über einen längeren Zeitraum. Die Leute würden wir halt suchen. Und wie gesagt, ist eine englischsprachige Gilde. Wenn es viele Deutsche gibt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen Deutsch-Englisch mischen. Ist ja kein Thema. Ich glaube, das ist dann auch dem Leiter irgendwie egal. Ja? Und mal gucken, was rauskommt. Ja? Wir hätten auch eine deutsche Gilde genommen, aber das war jetzt die erste, die sich dann bei uns gemeldet hat, die gut ausgesehen hat. Und ich hatte ein bisschen vor, mit anderen zu spielen. Also diese typische deutsche Gilde wollte ich jetzt nicht spielen. Nicht, weil ich die Leute nicht mag. Ich meine, Flo und die Leute, die sind echt cool, gut. Ja, sind auch coole Leute. Aber es ist halt immer der gleiche Haufen. Ne? Und die sind so eingespielt und ich wollte das einfach mal anders haben. Ja? Und das sieht tatsächlich ja, Graf Zahl auch so. Ich meine, der spielt W50 und W60. Insofern ja, ist es für mich auch ein Zeichen gewesen, dass der sich heute bei mir gemeldet hat, ob ich spiele und ob ich eine Gilde habe. Und im Prinzip war das so ein bisschen so der Auslöser. Es hatte sich vorher schon jemand gemeldet. Dobla, ich kann es ja mal sagen, ja, liebe Grüße hier. Spielt gerade Minecraft. Warum? Warum machst du sowas? Egal. Auf jeden Fall, der war auch schon so ein bisschen so, könnte ich schon. Der hat aber schon so gesagt, ja, wir müssen eine eigene Gilde gründen. Und ich so, bloß nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Arbeit. Hat meine Körperintelligenz auch gesagt, nee, mach's nicht. Ja. Habe ich das eigentlich zu Ende erzählt? Nee, ja, schon. Ja. Sauber gerade hinstellen, nach vorne ist ja, nach hinten ist nein. Genau, also dann guckt mal, ob ihr da Bock drauf habt und meldet euch einfach bei der Gilde über den Discord und ja, mal schauen, ob wir uns sehen. Ja, das war's dann schon wieder für heute und wir sehen uns. Bis dann, ciao! Wow. Leute, hier sind wir wieder im Skype und zwar mit Hilton und mit Mel, Nightstar. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich habe ihm einfach gewünscht, dass eine geile Queste kommt und er so. Oh. Okay, es kommt noch. Nein, mit der letzten Quest kriege ich den Datenschlüssel. Ich bin zurück und ich habe den Schlüssel. Ihr wisst es. Es ist immer das Gleiche. Das, was den Menschen am glücklichsten macht, ist anderen Menschen zu helfen. Gute Nacht. Yippie! Ei, ei! Schweinebacke!